Es ist mal wieder Zeit für eine kleine Runde durch den Garten. Einiges habe ich nicht geschafft, anderes braucht einfach noch so seine Zeit. Das, was ich nicht geschafft habe, steht hier. Und zwar, ja, es ist immer noch das Gestell vom Gewächshaus. Das Gewächshaus hat einfach gelitten, weil die anderen Geschichten dran waren. Es war große, große Erntezeit. Wie du siehst, die Blätter sind hier überall, ja, kahl, braun. Der Herbst hat angefangen, mittendrin. Hier, die Trauben haben wir auch nicht geerntet. Die Wespen und Vögel haben die bekommen. Die Blätter sind hier fast weg. Hier, auch da, der Salat ist durch. Die Lauchzwiebeln sind immer noch da. Hier haben wir ein bisschen aufgeräumt in dem Hochbeet. Da hinten der Rosmarin. Ach Quatsch, nicht Rosmarin. Der Rosmarin steht nämlich hier, also auch da, der Rosmarin ist wieder wahnsinnig groß geworden. Es ist richtig viel, viel Rosmarin. Ne, das, was ich da hinten gemeint habe, da hinten, das ist Oregano gewesen. Also hier der Rosmarin, der Salbei, wir ernten den immer wieder, trocknen das Ganze, damit wir eben da Tee draus machen können, zum Rosmarin, eben die Gewürze auch. Hier vorne, das ist Blattknoblauch, also auch da sehr, sehr lecker. Er verteilt sich, der Schnittlauch hier auch, da hinten die Minze. Unterschiedliche Formen der Minze haben wir da. Okay, es geht weiter durch den Garten. Die Blätter, das wird jetzt die nächste große Aktion sein, die Blätter aufzuräumen. Die Birnen geradeaus, das ist der Birnenbaum. Da haben wir die gegessen und Birnensuppe gemacht. Ist was wirklich, wirklich Leckeres geworden. Hier, wie du siehst, die Wurzel, die hier war, ist weg. Und ja, die steht jetzt hinten und wartet darauf, dass sie beim nächsten großen Lagerfeuer, was wir zu Halloween machen werden, verbrannt wird. Hier der Pflaumenbaum, der hat uns einige Pflaumen geschenkt, die haben wir gegessen. Hier nebenan, das hier ist der Apfelbaum, von dem haben wir Äpfel auch da geerntet. Und wir haben zum ersten Mal dieses Jahr gemostet. Also auch das ist was Tolles, den eigenen Apfelsaft zu trinken. Ja. Ansonsten, wir haben hier noch einen Birnenbaum, den sehen wir hier gerade voraus. Der hat noch jede Menge Birnen, die sind so ein bisschen die späten Birnen. Die werden jetzt auch geerntet werden. Wie du aber auch siehst, hier auf dem Boden liegen eben auch schon einige rum. Es braucht einfach alles so seine Zeit, bis es da kommt. Die Rose blüht hier noch einmal, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich war seit 2 Tagen nicht im Garten, aber ja, kleines Röslein. Und hier waren die Himbeeren. Die Himbeeren habe ich auch geschnitten. Oh, was ist das? Maulwurfhügel. Mal gucken, was da rauskommt. Und hier warten in den weißen Big Packs die Holzschnitzel. Das Holzschnitzel, das werde ich hier wieder bei den Himbeeren runterpacken. Okay, gehen wir weiter in den tieferen Garten hinein. Das Zinkwannenbeet, da haben wir den Pok Choi teilweise gegessen, teilweise aber eben auch einfach drin stehen gelassen. Da kommt das neue Pok Choi, den können wir auch demnächst essen. Hier kommt die Mojito-Minze, sehr schön. Hier die andere Minze und die Frühlingszwiebeln. Hier in diesem Beet, guck dir das mal ganz genau an, das ist jede Menge Rapunzelsalat. Den werden wir demnächst auch da ein bisschen vereinzeln, ein bisschen größer machen. Die anderen Hochbeete, so wie das hier, haben wir entschlossen, also nicht mehr zu reparieren, sondern das wird einfach dem Erdboden gleich gemacht. Das geschieht jetzt eben auch in den nächsten Tagen, Wochen. Hier warten die nächsten Himbeeren, dass die eben auch runtergeschnitten werden, damit die im nächsten Jahr wieder kommen können. Hier ist so ein bisschen das Gartenabfälle, die wir auch benutzen werden. Unser Wall, auch da sind so langsam die Sachen, ja, verblüht. Und der wird der letzte Rasenschnitt nochmal gemacht, wenn es ein bisschen trocken geworden ist. Da müssen wir ein bisschen abwarten, es hat jetzt gerade geregnet. Das Wallbeet, auch hier der Meerrettich verwelkt langsam. Also da werde ich ihn auch Stück für Stück rausziehen. Und hier kommen wieder die Wildkräuter, an dem eigentlich, ja, die Kürbisse gestanden sind. Die Brombeerhecke ist wieder größer geworden, auch die wird wieder ein bisschen zurückgeschnitten. Hier die Rose hat eine kleine Stütze bekommen. Und hier in unserem Beet hat sich einiges getan. Und wie ich sehe, war das nicht nur meine Frau, sondern auch ein Maulwurf, der sich da durcharbeitet.
Wir haben die Kartoffeln, die sind raus. Die Erdbeeren hat meine Frau vereinzelt und sind da hinten und da. Und diese grauen, braunen Stämme, die noch sind, sind die Tupinambur. Tupinambur, auch da eine Ewigkeitskartoffel. Was ich mich noch freuen werde, ist hier der Lauch für unsere nächste Suppe. Hier haben wir noch ein paar Rüben drinnen, also das ist rote Beete und was ist eine andere rote Rübensort. Hier dieses Gewächs, das ist Blumenkohl, der ja geschossen hat und der jetzt auch Samen bildet. Die werden wir da absammeln und dann auch essen. Hier unsere riesengroßen Schmelzkohlrabi und hier haben wir noch was anderes Spannendes. Und zwar, das ist unsere Sellerie, ist das. Auch den haben wir jetzt schon in Suppe gegessen, in roten Beete-Suppe. Nächstes Jahr geht es auch wieder um die Karotten. Und hier die vereinzelten Erdbeeren. Wir werden jede Menge Erdbeeren haben nächstes Jahr. Unsere Esche, die hier steht, schmeißt hier jede Menge Blätter ab, die wir hier auch da dementsprechend einfegen werden, aber dafür lassen wir uns aber so ein bisschen Zeit. Das Spannende ist der Kompost. Hier ist unser alter Kompost und da ist der neue Kompost. Da passt jede Menge rein. Da habe ich auch schon jede Menge im Laufe dieses Jahres reingemacht. Okay, das ist das Ende unseres Grundstückes und jetzt gehen wir wieder mal nach oben. Das Spannende hier mit dem Baum eigentlich, den haben wir vor 2 Jahren abgeschnitten und jetzt kommt er wieder. Da wollen wir eigentlich so ein kleines Baumhaus hinbauen für die Kinder, beziehungsweise auch für uns, um da so den Überblick über den Garten zu haben. Aber das ist wieder ein nächstes Projekt. Es gibt so viel zu tun hier noch und auch da die Zeit brauchen wir. Hier kommt ein kleiner Kürbis oder ein größerer Kürbis, den werden wir auch noch ernten. Brennnesseln, die sich hier im Laufe der Zeit noch so gehalten haben. Und stopp, zu schnell. Das hier ist die Wurzel. Die habe ich mit einer Sackkarre hier runtergefahren. War eine Heidenarbeit, die da hinzubekommen. Aber ja, gut. Braucht einfach alles so seine Zeit und der Garten hat immer viel Arbeit. Nicht nur also im Sommer, sondern auch im Winter. Im Sommer kann man natürlich die Arbeit, die man im Vorjahr oder auch im Frühjahr investiert hat, dann wieder begutachten, genießen, die ganzen Blumen, wie sie blühen und das, was so geschieht. Ja, hier dieser große, ich sage es nochmal, Korkenzieherbaum. Der soll nämlich jetzt auch im Winter gefällt werden. Was heißt, nein, gefällt ist das falsche Wort. Runtergeschnitten, damit wir den dann wieder neu treiben lassen können. Der ist nämlich auch ziemlich groß geworden. Solche Weiden wachsen einfach sehr, sehr, sehr schnell. Hier unser kleines Walnussbäumchen. Und dieses Walnussbäumchen, das wird auch Stück für Stück größer werden. Da hinten lagert das Holz für die nächsten 5 Jahre. Hier sind die kleinen Sträucher, das Laub, durch das ich hier gehe. Ja, das ist wieder so eine kleine Runde durch den Garten. Das wird alles etwas grauer, etwas verfärbt sich, verändert sich wieder, geht wieder in die Ruhephase über, um dann auch wieder vorbereitet für das nächste Jahr zu sein. Und da bin ich auch wieder gespannt, was mich da erwartet. Wahrscheinlich noch eine kleine Runde, wir haben jetzt Oktober. Im November machen, so als kleine Erinnerung. Jetzt bin ich doch nochmal neugierig, ob diese Trauben, die hier hängen, noch schmecken. Ich habe nämlich gerade welche von einem meiner Patienten bekommen. Schmecken. Haben aber viele Kerne. Okay, das war's von mir, hier aus meinem Garten. Und jetzt raus mit dir, guck dir die Natur an, wie sie sich immer wieder verändert. Bis dann.